Über 50 Millionen Tiere werden jedes Jahr quer durch Österreich transportiert. Ich esse 5-6 Mal in der Woche Fleisch. Ich esse 4-5 Mal Fleisch. Ich esse fast jeden zweiten Tag Hühnerfleisch. 6,5 Millionen davon landeten letztlich auch bei heimischen Schlachtern. Geflügel nicht mitgerechnet. Das kann Schweinefleisch, Kalbfleisch. Schweinschnitzeln, Schafbraten. Alles das, was gut schmeckt und auf der Karte ist. Im Durchschnitt ist jeder Österreicher mehr als 63 Kilogramm Fleisch pro Jahr. Damit liegt die Alpenrepublik im europäischen Spitzenfeld. Doch woher kommt unser Fleisch? Hatten Kalb, Schwein und Geflügel ein artgerechtes Leben, bevor sie auf unseren Tellern landen? Wir gehen der Sache nach und besuchen den Betrieb der Familie Penz. Einmal die Woche werden Rinder vom Hof zum Schlachthof geführt. Das sind jetzt die Tiere, die werden verladen. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Ja. Sind alle klinisch gesund, also ohne offensichtliche Erscheinungen. Sie sind alle anscheinend transportfähig. Also werden wir dann noch später beurteilen, ob sie auch keine Lahmheiten oder so irgendwas haben und schauen aber sehr gut aus. Passt. Es gibt im Prinzip zwei Kategorien, die wir zur Mast einstellen. Das eine ist von Milchviehbetrieben. Die kommen sehr früh, die sind ungefähr mit 1 bis 2 Monaten, kommen die zu uns, werden dann noch in einen sogenannten Kälberstall aufgezogen und von der Milch entwöhnt. Und die zweite Kategorie ist quasi Tiere von der Mutterkuhhaltung, die also mit ungefähr 7, 8 Monaten von der Kuh wegkommen und dann zu uns kommen und dann fertig gefüttert werden. Ein Teil der Tiere hier wird überhaupt von unseren eigenen Mutterkühen nachgezogen. Der Fleischkonsum ist seit den 60er Jahren um das Doppelte angestiegen. Und genau hier sehen Kritiker wie Tierarzt Erik Schmidt das Problem. Durch die große Nachfrage gerate das Wohl der Tiere in den Hintergrund. Wir müssen vom Fleischkonsum runter, nicht nur aus Tierschutzgründen, sondern auch aus Gründen der menschlichen Gesundheit. Und wenn ich einen geringeren Bedarf habe, dann kann ich die Tiere auch besser halten und einen höheren Preis für das Produkt zahlen. Wenn ich weniger davon brauche, kann ich einen besseren Preis dafür zahlen. Bei dem hohen Konsum von Fleisch und damit hoher Produktionsintensität der Landwirtschaft gehen sich die alternativen Methoden nicht aus. Da fehlt es an Weideflächen und da fehlt es vor allem an Futterflächen. Durch die starke Nachfrage steigt auch die Zahl der Tiertransporte. 2016 gab es innerhalb der EU mehr als 400.000 grenzüberschreitende Transporte. Wir haben jetzt gesehen, alle Tiere können das Fahrzeug selbst besteigen. Ja, sie sind also transportfähig. Ja, ganz wichtig, auch beim Beladen, alle zusammenhängenden Vorgänge müssen quasi so weit wie möglich zwangfrei sein. Ja, also es dürfen keine groben Handlungen gesetzt werden, wie Schlagen, Treten oder so irgendwas. Oder kein Druck auf besondere empfindliche Körperstellen ausgeübt werden. Das entzieht sich meiner Kenntnis, dass es nicht vorkommt, könnte ich nicht sagen, aber die Kontrollen, die ich auch am Schlachthof mache, ich bin auch am Schlachthof Graz teilweise tätig, also dort folgt es ja zwangfrei. Das Wort artgerecht ist im Zusammenhang mit Tiertransporten eigentlich ein Widerspruch. Man kann nur schauen, dass gewisse Mindestbedingungen, wie zum Beispiel Platzbedarf, Temperaturbereiche, Versorgung mit Wasser, Pausen, das Abladen an Versorgungsstellen, dass das eingehalten wird. Aber es ist immer eine extrem stressige Angelegenheit für die Tiere, ein Tiertransport von A nach B. Innerhalb der EU gibt es strenge Auflagen. Mit dem sogenannten Trace-System werden Tiertransporte digital erfasst und können von den Behörden jederzeit geortet und kontrolliert werden. Das Trace-System funktioniert super gut für den Amtstierarzt, wo die Sendung hingeht. Also er erfährt auf jeden Fall, welche Tiere aus welchem Mitgliedstaat wann in seinen Tätigkeitsbereich kommen. Also er kann dann am Bestimmungsort eine Kontrolle durchführen. Viel schwieriger sind die Kontrollen während des Transportes, weil ein Amtstierarzt darf einen Transport auf der Straße selber nicht aufhalten. Da braucht er die Unterstützung der Polizei.
Rinder mit einem Gewicht von 110 Kilo müssen während des Transports mindestens 0,4 bis 0,7 Quadratmeter Platz zum Stehen haben. Bei Schweinen bis 235 Kilo ist es etwas mehr, nämlich 1 Quadratmeter. Wir können nicht gute Tierhaltung kontrollieren, sondern wir können nur die Einhaltung der gesetzlichen Mindestnorm kontrollieren. Und die gesetzliche Mindestnorm ist für viele Leute Tierquälerei pur. Familie Penz will für ihre Tiere möglichst gute Lebensbedingungen schaffen. Ein Großteil ihrer Rinder wird im Frühjahr auf Weideflächen geführt. Die Botschaft, die wir dem Konsumenten weitergeben, ist ganz einfach. Wir produzieren im Einklang mit der Natur, mit diesen Tieren. Diese Tiere sollen bei uns ein gutes Leben haben, damit sie sich entsprechend entwickeln und wohlfühlen. Und der Konsument soll sich eigentlich bewusst sein, dass er hiermit ein hochwertigstes Lebensmittel erhält, mit dem er sorgsam umgehen soll. Und er soll es nicht alle Tage haben, er soll aber auch dafür bereit sein, etwas auszugeben. Es ist schlichtweg das Beste, was er eigentlich sich leisten kann. Und wie sind die Bedingungen in den Schlachthöfen? Diese Frage konnten wir leider nicht beantworten. Obwohl sich die Fleischindustrie Transparenz auf die Fahnen schreibt, wurde jede unserer insgesamt 10 Interviewanfragen bei Schlachthöfen und Supermarktketten abgelehnt.